kommt da ganz schnell die Security und boxt dich raus. Einen wunderschönen, guten Tag, liebe Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier auf dem Kanal. In den letzten Tagen häufen sich immer mehr die Anfragen: Hübi, wann gibt's von dir Gamescom-Infos? Und ich meine, ich kann's auch verstehen, in 4 Tagen ist es soweit, dann ist der Pressetag der Gamescom und in 5 Tagen beginnt offiziell die Gamescom 2019 und meine Vorfreude ist nicht mehr aufzuhalten. Ich habe zwar noch so viel vorzuproduzieren, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll, aber darum soll es heute nicht gehen. Es kam natürlich berechtigterweise auf vielen Social-Media-Plattformen, vor allem auf Instagram, immer wieder die Frage: Wann bist du auf der Gamescom? Wo bist du auf der Gamescom? Wie können wir dich treffen? Drum und dran. Und dementsprechend wollte ich euch einfach ganz kurz aufklären, wie die Gamescom-Woche bei mir aussieht. Ich habe es immer schon mal wieder in Streams erwähnt. Ich werde die gesamte Woche von Montag bis Samstag beim guten Rollstuhl-Racer, aka Chris, übernachten. Der nette Junge, oder Mann, ist er ein Mann, hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder bei ihm zu übernachten. Das habe ich auch letztes Jahr schon gemacht und das wird einfach Hammer. So, wir werden einfach den ganzen Tag, wenn wir dann wieder von der Gamescom daheim sind, einfach grillen. Videos schneiden, über das Leben quatschen und der gute Feuerstachel und seine Freundinnen sind auch da, da freue ich mich sehr drauf und wir werden dann quasi, er wohnt in der Nähe von Köln und wir werden dann quasi immer zur Gamescom fahren, das wird richtig cool, also dementsprechend bin ich quasi immer in der Nähe vom Geschehen und bin immer schnell auf der Gamescom, dementsprechend werden wir, ja, wie gesagt, auch jeden Tag da sein, wenn ich schon die ganze Woche oben bin. Ich bin am Dienstag auf dem Pressetag und ich bin auch von Mittwoch bis Samstag auf der Gamescom, ich denke vor allem Mittwoch bis Samstag dürfte für euch interessant werden. Aber auch am Pressetag, bin ich mir sicher, ist der eine oder andere von euch vielleicht auch da, der Bock hat, sich mal mit mir zu treffen, weil ich habe ja auch Bock, mich mit euch zu treffen. Aber ich werde jetzt natürlich am Pressetag keinen festen Zeitpunkt ausmachen, an dem wir uns treffen und so weiter. Allgemein schon mal als Info, die ich jetzt mitgeben kann, was eigentlich für die gesamte Gamescom gilt: Folgt mir einfach auf freaking Instagram. So, ich werde auf Instagram einfach permanent in die Story packen. Yo, wir sind jetzt hier. Yo, um 14 Uhr werden wir vermutlich da sein. Hey, wir sind jetzt... Also, ihr werdet quasi über die Insta-Stories immer mitbekommen, wo ich bin. Das ist so eigentlich mit das Wichtigste. Ich würde mal vermuten, wir werden mit sicher zu 70% der Zeit am Nintendo-Stand chillen. So, das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Das sind nämlich immer meistens irgendwelche coolen Treppen oder so weiter, wo man sich hinsetzen kann. Und dann sitzt man einfach permanent am Nintendo-Stand, schaut ein bisschen der Bühnenshow zu und quatscht einfach und trifft Leute. Also, wenn ihr lange am Nintendo-Stand seid, habt ihr eigentlich immer gute Chancen, mich zu treffen. Aber wie gesagt, folgt mir einfach auf Instagram, dann werdet ihr es mitbekommen. So, werde ich aber auch feste Treffen machen? Ja, das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Werden die Treffen jeden Tag sein? Nein. Das liegt ganz einfach daran, dass solche festen Termine auf der Gamescom oftmals so immer so ein bisschen dafür sorgen, dass man sich nicht so frei fühlt, sage ich mal. So, dann, keine Ahnung, ich sage jetzt um 13 Uhr ist Treffpunkt, dann um 12 Uhr sagt man sich so, können wir jetzt noch in Halle 8 gehen, aber um 13 Uhr ist doch Treffpunkt in Halle 5 oder was weiß ich. Ich finde so jeden Tag einen festen Termin, das ist so fürs Mindset nicht so geil. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ich werde es aber wie letztes Jahr machen. Denn ich werde quasi am Freitag und am Samstag ein Hübi-Family-Treffen ankündigen, wenn man das so nennen kann. Ich denke, Freitag und Samstag ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass die meisten von euch da sind. Und dementsprechend werde ich am Freitag und am Samstag, aufpasst, Freitag und Samstag um 13 Uhr, am Nintendo-Stand. So, aber jetzt aufgepasst. Ganz, ganz wichtig. Wenn man als YouTuber ein Fantreffen am Nintendo-Stand macht, kommt da ganz schnell die Security und boxt dich raus. Aber die wollen keine Massenansammlung in der Halle. Dementsprechend, ich weiß nicht genau, wo der Nintendo-Stand sein wird. Ich schätze, er wird da sein, wo er letztes Jahr ist. Am Nintendo-Stand gibt es meistens direkt nebendran immer eine Outdoor-Area. Ne, der Nintendo-Stand ist meistens irgendwo so in der Ecke von einer Messehalle und da geht es ja meistens immer eine Tür raus in so einen Vorderbereich. Dementsprechend Freitag und Samstag 13 Uhr im Außenbereich des Nintendo-Stands. Auch das wird wieder auf Instagram sein, so, dann werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen, weil wenn wir uns in der Halle treffen am Nintendo-Stand, dann boxen uns die Security raus. Das hatten wir letztes Jahr schon und wer weiß, wie viele dieses Jahr kommen, da wird es mit Sicherheit noch viel schlimmer. Ich habe keine irgendwie offiziellen Termine für Fantreffen oder Autogrammstunden oder sowas andere YouTuber haben, dafür bin ich nicht relevant genug. Aber das wäre mir auch zu unpersönlich. Also Freitag und Samstag, 13 Uhr im Outdoor-Bereich des Nintendo-Stands, wo auch immer der sein wird. Meistens ist der Nintendo-Stand am selben Ort, dann geht es einfach, meistens, wenn man auf die Bühne guckt,
geht's dann rechts einfach raus. Und da ist halt so ein Outdoor-Bereich, wie es ihn halt auf der Gamescom gibt. Ihr werdet das finden, Leute. Und auch wenn ihr um 10 nach 13 Uhr oder um 15 nach 1 dann kommt, werdet ihr uns auch finden, weil das dauert immer eine Zeit lang. Ich glaube, letztes Jahr waren wir so 20 Leute, glaube ich, und wir standen locker eine halbe, dreiviertel Stunde da rum, mindestens. Na, ich quatsche dann auch mit euch, man lernt sich gegenseitig kennen, man macht Fotos, man redet über alles, das ist super cool. Wie sieht es aber mit Mittwoch und Donnerstag aus, für alle, die jetzt schon den Kopf in den Händen vergraben haben? Oh, verdammt, ich bin weder Freitag noch Samstag da. Wie gesagt, folgt mir einfach. Also, ich bin mir sicher, da kann ich im Namen von Mr. Feuerstachels, von seiner Freundin und von Chris, aka Rollstuhl Racer, reden. Wir werden die meiste Zeit am Nintendo-Stand verbringen. Also, wenn ihr einfach eine Zeit lang am Nintendo-Stand seid, vor allem gegen Abend, dann habt ihr große Chance, mich zu treffen. Also, ich will euch ja auch treffen. Und jetzt noch hier eine ganz wichtige Sache. Das Ding ist, wenn ihr mich seht, bitte, bitte, bitte sprecht mich an. Please, please, please. Weil das Ding ist, ihr kennt mich vom Aussehen, aber ich kenne die meisten von euch nicht vom Aussehen. Dementsprechend können wir aneinander vorbeilaufen und nur ihr könnt mich ansprechen, weil ich nicht weiß, wer ihr seid, deswegen kann ich euch nicht ansprechen. Aber ich will euch alle kennenlernen. Also, wenn ihr mich irgendwo seht, bitte sprecht mich an. Ich habe Lust, euch alle kennenzulernen, aber nur ihr könnt mich ansprechen, weil ich nicht weiß, wie ihr aussieht. Also, der Kontakt muss von euch kommen. Auch wenn ich in einem Gespräch mit irgendjemandem bin, chat euch kurz daneben so. Wir sehen ja dann, dass ihr da seid. Also, habt doch jetzt keine Angst, dass ihr unhöflich seid oder so. Ich gehe dieses Jahr ausschließlich auf die Gamescom, um euch zu treffen. So, mir sind die Messestände eigentlich relativ egal. Die Spiele, die kommen, so whatever. Ich gehe wirklich diese 4 Tage hin, um mit euch zu interagieren, um euch kennenzulernen, weil ich habe letztes Jahr von der Gamescom so eine kranke positive Energie mitgenommen. Ich war von der Gamescom daheim und ich kam auf mein Leben nicht mehr klar, weil es so schön war. Und deswegen habt keine Hemmung, sprecht mich einfach gnadenlos an. Wenn ich gerade mit jemandem rede, stellt euch kurz daneben, macht euch kurz bemerkbar und so. Habt keine Hemmung, egal wie schüchtern ihr seid, ich bin nicht böse, ich möchte euch kennenlernen. Do it! Also, nochmal zusammengefasst. Pressetag am Dienstag, sowie Mittwoch und Donnerstag. Folgt mir hier, chillt am Nintendo-Stand, schaut in meine Insta-Story, da werde ich permanent, mindestens stündlich, mindestens stündlich ein Update zu geben, wo ich bin. Ich kann es nicht versprechen, aber ich denke, da solltet ihr wirklich die Chance haben, mich zu treffen. Ich bin 1,95 groß, ich werde vermutlich einen Fischerhut tragen. Ich denke, man wird mich in der Menge sehen. Oder schaut auf den Rollstuhlfahrer. Also, wir sind wirklich, Chris und ich sind ein sehr auffälliges Paar. Und am Freitag und am Samstag ebenfalls werde ich permanent Status durchgeben. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und 13 Uhr Freitag, Samstag im Outdoor-Bereich vor dem Nintendo-Stand. Da können wir uns dann alle einfach mal treffen. Und wie gesagt, wir können einfach quatschen. Wir können entspannt eine Spezi sippen. Wir können über Games reden. Wir können... Ich quatsche auch gerne mit euch, so falls ihr irgendwelche Sorgen habt und sagt, hey, ich möchte einfach mal Hübi erzählen. So, ich gehe ausschließlich auf die Gamescom, um mit euch zu reden. Ich nehme mir Zeit, um hoffentlich mit jedem von euch zu reden. Also bitte kommt vorbei, lasst uns eine schöne Zeit haben und uns einfach mal im Real Life treffen, weil so online ist es nicht das gleiche wie persönlich. Und wenn man sich da mal persönlich gesehen hat, ist es online noch viel geiler, ne? Also kommt vorbei, ich freue mich euch auch. Sprachenlernen-Bubble! Ich freue mich auf euch und ja, bis zur Gamescom nächste Woche.